Herzlich willkommen hier bei Shisha TV, wieder mit mir Dominik. Und heute habe ich mir gedacht, ich zeige euch einmal Shisha-Pulver, dann den Koala Kohleanzünder und das war's eigentlich auch schon. Also heute wird es eine kleine Runde hier geben, ihr könnt euch gerade die Pfeife anmachen und dann sehen wir uns gleich. So, da bin ich wieder. Also, gewinnspielmäßig wird es jetzt wieder was geben. Nämlich, ihr könnt so einen schönen Kohleanzünder gewinnen. Von dem Hause Aladdin, der Koala-Kohleanzünder. Dazu ein Kohlegitter, den ihr gerade einfach hier so drauflegen könnt. Der Matze vom Shisha-Shop, Herzig Shisha-Shop, hat mir eben erklärt, dass so die Brennstäbe nicht so schnell kaputt gehen können durch dieses Gitter. Meine Überlegung ist ganz ehrlich, da wünsche ich auch die Kommentare von euch, was für Erfahrungen ihr jetzt bisher hattet. Mir ist nämlich schon so ein Teil schon mal durchgeflammt. Jetzt nicht das von Koala, ne, sondern anderes. Aber ich denke halt immer, wenn dieses Metall hier oben drauf liegt und auch so heiß wird, dass irgendwie es schneller passieren könnte, dass es kaputt geht. Ist jetzt so eine Überlegung von mir gewesen. Natürlich kann es auch sein, dass die Kohlen das noch heißer machen vielleicht und deswegen der direkte Kontakt zu den Brennstäben noch schlimmer ist. Also, da bin ich mir jetzt gerade unsicher, aber auf jeden Fall, dieses Gitter ist dafür ehrlich gedacht auch unter anderem. Genau. Und es gibt 1 Kilo Cocobrico zu gewinnen. Insgesamt eigentlich 5 Kilo Kohlen, aber der Erstplatzierte würde dieses Set hier gewinnen. Der Zweitplatzierte bekommt 3 Kilo Cocobrico und der Drittplatzierte bekommt 1 Kilogramm Cocobrico. Ich denke, das ist ein schönes Gewinnspiel. Einfach mal so ein ganz Wintergewinnspiel. Deswegen, ihr könnt gerne mal in Facebook nachschauen, da ist das Bild auch zu sehen. Das heißt, Wintergewinnspiel, jetzt wird's heiß. Weil ich mir dachte, hey, in der Winterzeit ist es jetzt kühl. Da ist sowas Schönes, Warmes auf jeden Fall nützlich. Und für euch Shisha-Raucher, oder für uns Shisha-Raucher, ist sowas immer gut. Auch als Reserve mal zu haben, wenn ein so ein Teil durchflammt, dass man eben noch eins hat. Ja, und das ist eben eine ganz schöne Sache. Zusammen geht die ganze Aktion mit herzigshishashop.de. Da könnt ihr auch gerne besuchen, die Seite besuchen, das ist ein Online-Shop. Und könnt ein bisschen shoppen gehen. Wie könnt ihr eigentlich gewinnen? Ganz klare Frage, berechtigte Frage ist, wenn ihr bestellt bei dem Shop, könnt ihr dann als Bestellinfo einfach reinschreiben Shisha TV als Bestellinfo. Ja? Wenn ihr das eben gemacht habt, seid ihr eben im Lostopf und dann werden unter allen, die halt mitgemacht haben, eben diese Sets verlost. Ja, also ganz einfach eigentlich. Natürlich dürft ihr auch die Shisha TV Seite auf Facebook liken und die Herzig Shisha Shisha Shop Seite auch gerne liken. Das ist natürlich immer sehr erwünscht. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ich mache mir jetzt die Kohlen an mit dem Koala Kohleanzünder, der übrigens wirklich schnell die Kohlen einheizt. Das liegt nicht nur an der Kohle, sondern natürlich auch an die Kraft von dem kleinen Teil hier. Und dann zeige ich euch, was ich genau mit dem Shisha-Pulver meinte. Ne? Da bin ich wieder, Leute. Ich wollte euch ja erklären, was es sich mit dem Fawar El Shisha Pulver auf sich hat. Das ist ganz simpel gesagt Pulver zum gesünderen Rauchen. Sprich, dass die schädlichen Sachen, die Schadstoffe quasi, aus dem Wasser bzw. aus dem Rauch eher, aus dem Rauch natürlich, gefiltert werden. Das Ganze basiert wirklich nur auf dem Pulver. Anwendungsmäßig her ist es sehr leicht. Einfach ein so ein Tütchen für eine Shisha aufreißen, ab ins Wasser, leicht umrühren bzw. ein bisschen schütteln, wenn es möglich ist. Und dann ist das Pulver, wenn es aufgelöst ist, total einsatzbereit. Ich
bin gerade, wie gesagt, noch am Anrauchen. So, ich möchte euch ganz kurz einen kleinen Text vorlesen, weil da doch viele Informationen drin stehen. Und ich denke, dass es wirklich, wenn ich gerade ja, vorlese, dass es am besten ist. Beim Shisha-Rauchen passiert nun Folgendes. Die Kohle erhitzt den Tabak, dadurch entsteht Rauch. Der Rauch wird durch das Ziehen am Schlauch durch die Rauchsäule nach unten zum Wasser gezogen. Dieser trifft hier auf das Wasser, in dem sich das bereits gelöste, patentierte Faraway L-Shisha-Pulver befindet. An dieser Stelle entzieht es dem Rauch die Schadstoffe wie unter anderem Teer um 50% sowie Nikotin um 70%. Dieser Prozess beginnt immer wieder neu, sobald man die Shisha raucht. Faraway L-Shisha funktioniert am besten, wenn sich mindestens 750 ml Wasser in der Bowl befinden und nicht mehr als 3 Kohlestücke benutzt werden. Die Wirkung hält zwischen 3 bis 5 Stunden an. Das Ganze steht hier auch oben drüber nochmal. Basiert darauf, dass eben das Pulver eben mit dem Wasser zusammen und mit dem Rauch eine chemische Reaktion aufweist. Dadurch, also das ist natürlich pure Chemie, aber im guten Sinne, sprich, dass die Schadstoffe entzogen werden und dass man eben gesünder rauchen kann. Das Ergebnis, sanfteres Rauchen, kein Gefühl der Trockenheit im Mund, intensiver Geschmack, kein Kratzen mehr, kein Schwindeln und Übelkeitsgefühl mehr, kein Kopfschmerzen mehr, mindert Rußablagerung in der Bowl, reduziert Nikotingehalt um 70%, reduziert Teergehalt, der durch die Kohle entsteht, um 50%. Das steht hier alles. Natürlich, das mit den Prozentzahlen kann ich jetzt nicht aufweisen, das kann ich euch jetzt nicht sagen. Aber wenn ihr euch auch durch die Seite mal klickt, ich werde sie unten drunter verlinken, in die Beschreibung, da könnt ihr dann auch die Zertifikate anschauen. Ich denke mal auf jeden Fall, dass das auf jeden Fall alles glatt geht und dass das wirklich alles in Ordnung ist. Aber jetzt vom Gefühl her beim Rauchen, das ist ja das Wichtige. Das kann ich euch auf jeden Fall berichten. Und das ist eben, was ich jetzt gerade hier drin habe, in dieser pinken Bowl, sage ich jetzt mal, also in dem pinken Wasser. Das ist das Neutrale, das schmeckt nach nichts, das Pulver. Und in dieser Bowl, deswegen habe ich hier noch eine zweite Bowl stehen, da werde ich dann auch die Rauchsäule und alles mal kurz rüber wechseln. Da ist eben Zitrone, Minze als leichter Geschmacksaroma drin. Man sollte einen Geschmacksunterschied merken, hat mir der Hersteller gesagt. Das kann ich jetzt noch nicht vorweisen. Ich habe jetzt bis jetzt das nur im Neutralen gerade zum Anrauchen drin. Es wird ausdrücklich gesagt, dass dieses neutrale Pulver keinen Eigengeschmack mit sich bringt. Ganz ehrlich, ich fand am Anfang, beim Anrauchen, hat man irgendwie noch was Undefinierbares geschmeckt. Was fand ich jetzt nicht vom Tabak kommt. Aber seitdem jetzt der Rauch da ist, beziehungsweise der Geschmack auch intensiv da ist, schmeckt man wirklich nur noch den Tabak und wirklich keine Veränderung. Was für interessant ist auf jeden Fall für Shisha-Bars, ich meine, wenn es wirklich hundertprozentig stimmt, und davon gehe ich aus, wie gesagt, es wurde zertifiziert und, dann ist es natürlich eine schöne Lösung gegen das, dieses ganze Thema Shisha eben immer mit dem Negativen belastet wird. Immer mit dem Klischee, eine Shisha sind 100 Zigaretten, etc. oder eine ganze Packung Zigaretten. Also ein Kumpel von mir hat letztens gemeint, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich stimmt hundertprozentig, da wurde letztens ein Test gemacht und da wurde doch herausgefunden, dass es 1-2 Zigaretten wären an der Shisha. Aber wir können das jetzt als Autonomalverbraucher nicht wirklich messen. Also deswegen möchte ich davon eigentlich gar nicht unbedingt drüber reden, so wie gefährlich ist das Shisha. Ich meine, es ist nicht gesund, das wissen wir alle, aber Zigaretten rauchen jeden Tag oder keine Ahnung, jedes Wochenende sich besaufen, ist auch nicht gesund und. Also deswegen sage ich mal, wenn man einfach sich eine schöne Shisha macht zum Relaxen, ein bisschen für die Runde, denke ich, ist nichts Schlimmes dran. So, was jetzt hier noch beschrieben worden ist, ich schaue ganz kurz mal, kein Gefühl der Trockenheit im Mund, stimmt irgendwie wirklich, das fühlt sich etwas anders an, also der Rauch fühlt sich etwas anders an.
als sonst. Intensiver Geschmack. Kann ich jetzt hier ganz normal mit rauchen, also es schmeckt jetzt nicht anders. Intensiver finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich. Aber was ich glaube ich damit, was damit gemeint ist, beispielsweise mit diesem extra Aroma. Und ich habe oben gerade Lemon Chill drin. Das werde ich jetzt gleich mal mit diesem hier rauchen. Mit diesem Aroma hier. Und das wird dann auf jeden Fall, denke ich mal, intensiverer Geschmack sein. Kein Kratzen mehr, kein Schwindel und Übelkeitsgefühl mehr. Sorry, aber ganz ehrlich, kein Schwindelheitsgefühl mehr. Oder Übelkeitsgefühl, das kommt eigentlich nur davon, wenn man wirklich zu viel, zu lange raucht. Wenn man nichts dabei trinkt, wenn man nichts vorher gegessen hat. Und wenn man in einem Raum ohne Lüftung und alles drin raucht, dann kann das auf jeden Fall vorkommen. Also ich persönlich habe jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit dieses Gefühl nicht mehr gehabt von Schwindel oder Übelkeit. Also gar nicht, ne? Kopfschmerzen ebenso nicht. Nicht, weil ich jetzt abgehärtet bin, sondern weil ich einfach denke zu wissen auf jeden Fall, wie ich richtig Shisha zu rauchen habe. Erstens, was trinken. Zweitens, vorher was gegessen zu haben. Drittens, ein bisschen lüften auf jeden Fall, dass man hier nicht eine Smokebox hat. Das ist mal für einen Abend ganz chillig, mal ein bisschen mit Lichter und alles, wenn viel Rauch da ist. Aber man sollte trotzdem beim Rauchen immer gut lüften. Und da kommen dann auch so Sachen nicht. Aber falls, wenn das wirklich das bewirkt, das kann ich jetzt wie gesagt auch wiederum nicht messen, dann ist es auf jeden Fall auch wieder ein klarer Punkt, was super ist. Was natürlich auch schick ist, ist keine Rußlagerung mehr, oder beziehungsweise reduziert die Rußablagerung in der Bowl. Das gefällt mir auf jeden Fall. Beziehungsweise wird es auch natürlich dann auch, ja, eben in der Bowl weniger Rußablagerung sein. Das finde ich echt nicht schlecht. Aber das sind jetzt alles so Werte, wo ich nicht messen kann. Deswegen möchte ich da jetzt nicht wirklich tiefer drauf eingehen. Sanfteres Rauchen, doch, kann schon sein. Kratzen kommt ja meistens daher, wenn zu viel Hitze drin ist, wenn der Kopf ein bisschen schlecht gebaut ist, dass irgendwas schnell verbrennt. Aber bisher, das hat auch manchmal auch ich, klar, das kommt vor. Da muss man ein bisschen oben was verändern, aber jetzt gerade habe ich durchgehend kein Kratzen. Ich fühle jetzt gerade wirklich so, als ob das gerade so, als ob ich einen Stein rauchen würde. Soll jetzt nicht negativ wirken, absolut nicht. Es schmeckt wirklich ganz normal wie sonst auch vom Nikotingehalt, so, also dass man merkt es ja, wenn man Stein rauchen würde und wenn man Tabak raucht, merkt man ja schon einen Unterschied. Auch wenn man das gleiche Liquid drin hat, also das gleiche Flavor, Molasso-mäßig. Aber es fühlt sich echt alles viel sanfter an. Doch, das muss ich wirklich sagen. Ist für mich ein bisschen unerklärbar. Ich kenne mich da nicht wirklich aus mit Chemikalien und alles. Aber sehr interessant auf jeden Fall. Ich denke mal, ich werde es auf jeden Fall noch öfters nutzen. Das ist jetzt noch ein zunes Pulverpäckchen Apfel. Apfel hatte ich jetzt nicht da, also irgendwas zum Apfelrauchen, und Doppelapfel hatte ich jetzt da, aber darauf hatte ich echt keine Lust, sage ich ganz ehrlich. Bin momentan nicht mehr so auf Apfel, Doppelapfel so ein Fan. Ja, und jetzt habe ich extra nämlich mal Lemon Chill für das Neutrale und für das Aroma genommen, damit ich jetzt gleich den Unterschied merke. Hoffe ich, denke ich mal, wenn es schon so beschrieben ist, ob da wirklich was anderes nochmal rauskommt, ne, vom Geschmack her. Aber was ich vorhin noch meinte ist, also wirklich vom Rauchen her so sanft, so wirklich so, als ob man Steine oder ob man Steine eben rauchen würde. Also absolut kein Kratzen. Ja, also das ist echt schick. Also ich würde jetzt noch den Test machen wollen mit euch zusammen. Ich würde jetzt quasi die Säule und den Kopf, das ist alles das gleiche, hier drauf schrauben. Und würde gerne mal testen, ob das mit dem Aroma wirklich was taugt. Und dann sehen wir uns gleich wieder, okay? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Also jetzt habe ich das, wie gesagt, umgesteckt. Ihr seht hier noch den Rauch in der Bowl. Habe jetzt ein, zwei Züge gerade genommen. Und ich wollte jetzt mal das testen, wie es mit dem Aroma hier ist.
ganz kurz, nur noch eine kurze Info. Es gibt, wie gesagt, drei verschiedene Geschmackssorten, beziehungsweise einmal neutral, einmal Apfel, Doppelapfel und einmal eben Zitrus-Mint. Preise stehen jetzt nicht dabei, aber in einer so einer Packung sind 6 Stück drin, also 6 von diesen Beutelchen, ja. Soweit ich weiß, ist das jetzt wirklich nur der Hersteller. Somit kann ich euch jetzt auch noch gar keine genauen Preise sagen. Aber das kann ich auch noch in Erfahrung bringen und werde es dann in die Beschreibung packen. Weil ich jetzt eigentlich nur Kontakt zum Hersteller hatte und noch keinen Online-Shop, der das vertreibt. So, jetzt geht es jetzt um den Test, wie das mit dem Aroma schmeckt. Hier wird natürlich auch empfohlen, dass man den gleichen Tabak dazu nimmt. Beispielsweise Apfel, dann nimmt auch Doppelapfel dazu vom Tabak her. Also, weiß nicht. Also vom Gefühl her, beim Rauchen und so alles gleich. Ganz genauso wie bei dem hier, beim Neutralen. Aber ich tue mir gerade schwer damit, wirklich noch einen anderen Geschmack rauszufinden. Also ich habe jetzt halt auch keinen direkten Vergleich, aber von dem Geschmack zu vorhin und zu jetzt hat sich, finde ich, nicht viel verändert. Ich denke, vielleicht beim Doppelapfel oder so wäre es vielleicht etwas stärker, weil Zitrus-Mint kann ja auch relativ mild sein. Und das ist, glaube ich, hier eben der Fall. Bei dem Aroma hier jetzt hier im Pulver meines, ne? Also vom Geschmack her finde ich es alles genauso wie vorhin. Kann natürlich sein, dass ich mich jetzt gerade irre. Falls, wenn ihr mal das mit dem hier, mit dem Aroma mal getestet habt, mal damit geraucht habt, sagt mir gerne euer Feedback, ob ihr einen Unterschied gemerkt habt. Aber ich finde, ganz ehrlich, vom Geschmack her hat sich nichts verändert. Ist natürlich jetzt nicht negativ, weil ich finde den Tabak lecker. Lemon Chill ist ein super Tabak. Ist jetzt absolut nicht negativ gemeint. Nur damit wird halt geworben, sage ich, dass verschiedene Geschmacksaromen da sind. Und da schmecke ich jetzt nicht viel was anderes raus. Also nicht wirklich. Aber wie gesagt, das milde Rauchen und alles, doch, das ist 1:1. Also das ist ganz klar. Natürlich ist sowas schwierig wirklich festzuhalten, weil Geschmäcker sind verschieden und vielleicht habe ich jetzt heute schon so viel geraucht, wir haben nämlich relativ spät, dass ich das jetzt gar nicht schmecke oder so. Aber wie gesagt, es macht wirklich Spaß zu rauchen, bisschen mehr als sonst sogar, weil es wirklich sehr mild ist. Also jetzt der Unterschied habe ich jetzt nicht wirklich merken können. Aber gut, das ist, wie gesagt, nichts Negatives. Solange ihr guten Tabak raucht, und das ist, glaube ich, der Fall meistens, dann passt das auf jeden Fall. Ich würde mich jetzt wieder verabschieden von euch. Denkt an das Gewinnspiel, macht damit. Ihr könnt einfach irgendwas bestellen. Es gibt keinen Mindestbestellwert bei der ganzen Aktion. Einfach auf herzig-shishashop.de einfach was bestellen. Und dann könnt ihr auf jeden Fall die Chance haben, ja, zu gewinnen. Wichtig ist, bitte in die Bestellinfo Shisha TV als Codewort reinschreiben, damit ihr bei der Verlosung dabei seid. Und dann würde ich sagen, bis in den nächsten Tagen, guten Rauch!